Na, wieder mal verlangen nach einer richtig guten Pizza? Dann greif einfach zum Telefon oder geh ins Internet und bestelle bei Hallo Pizza. Bei uns werden alle Gerichte von unseren freundlichen Mitarbeitern stets frisch zubereitet und im gesamten Chemnitzer Stadtgebiet ausgeliefert. Ab einem Mindestbestellwert von 7 Euro bringen unsere Fahrer die Pizza natürlich bis vor deine Haustür. Hallo Pizza, das schmeckt nicht nur den Niners. Bestellungen im Internet auf hallopizza.de oder telefonisch unter 267 9080 auf der Mattesstraße am Fuße des Kassbergs, auf der Paul-Berz-Straße direkt am Südring unter 21 20 21 oder auf der Hainstraße am Sonnenberg unter der Rufnummer 40 5 mal die 2. Hallo Pizza ist besser. Samstagabend Richard-Hartmann-Halle und kein geringerer als der FC Bayern München um Nationalmannschaftskapitän Steffen Hamann gab sich in Chemnitz die Ehre. Gegen das Rote Star-Ensemble galten die gastgebenden Niners von vornherein als Außenseiter. Doch in den vergangenen Jahren war schon so mancher Favorit in der Hartmann-Hölle gestolpert. Die Zuschauerränge präsentierten sich übrigens dank der Unterstützung des Fanclubs und der CABG pünktlich zum Highlight des Jahres komplett in den Vereinsfarben. Vor dieser Kulisse waren die BV-Korbjäger natürlich top motiviert. Und das Publikum hoffte auf die Sensation. Die Fans peitschten das Team an und Ahmadja Sasai sorgte gleich für einen Traumstart. Zwar konnte Bayerns Senderhühne Darius Hall im direkten Gegenzug ausgleichen, doch nach Anspiel von Jorge Schmidt brachte Terran Harbour die Niners wieder in Front. Kurz darauf ein Steal von Chacha Sasai und natürlich ging sofort die Post ab. Erstmals zeigten die großen Bayern Nerven. So verschenkte Darius Hall einfache Punkte und hinten ließ sich Alex Natschwey schon zum zweiten Mal von Terran Harbour narren. Ja! 8:2 Führung für die Niners. Die Hartmann-Hölle kochte und Bayerns Cheftrainer Dirk Bauermann musste bereits nach 2,5 Minuten die erste Auszeit nehmen. Diese brachte aber nur kurzzeitig die erhoffte Wirkung, als Alex Natschwey, der 2008 mit Alba Berlin deutscher Meister wurde, zweimal aus der Nahdistanz zum 8:6 traf. Doch wenige Sekunden später wendete sich dank Tyshaw das Blatt wieder zugunsten der Niners. Dirk Bauermann haderte vor allem mit der Verteidigung seiner Spieler. Und weil diese den Chemnitzern erneut zu viel Platz ließen, bedankte sich Terran Harbour noch einmal von Downtown. Und nach traumhaftem Lobpass von Harbour versenkte Tyshaw schließlich zum 15:6. Zwar erzielte Bayerns Chad Brewitt die nächsten Punkte der Partie, doch bis hierhin konnte BV-Coach Thorsten Leubel wahrlich mehr als zufrieden sein. In den letzten Minuten des ersten Viertels unterliefen den Chemnitzer Korbjägern jedoch leider einige Fehler, die München sofort eiskalt bestrafte. Und nach Brewitts Buzzerbeater führten die Gäste zur Pause plötzlich mit 16:15. Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes konnte Chacha Sasai von der Freiwurflinie ausgleichen. Aber direkt im Anschluss stellte Bayerns Nummer 7, Beckham Weyrich, unter Beweis, warum er letzte Saison noch im Kader des deutschen Meisters Bamberg stand. Zahlreiche Titel holten auch schon Steffen Hamann und Robert Maras, die in Gemeinschaftsarbeit auf 20:16 für München erhöhten.
Auf der anderen Seite mussten aber auch Tyshawn, Donald Lawson mit Teamwork zugefallen. Nichtsdestotrotz behielt der FCB die Nase vorn. Alex Natschfey zur Münchner 24:18 Führung. In dieser Phase lief bei Chemnitz gerade offensiv nichts mehr zusammen. Doch was den Niners an Glück und Talent fehlte, machten sie mit leidenschaftlichem Einsatz wett. Als Lohn gab es 2 Freiwürfe für Alex Rosenthal und den Applaus der Fans. Von der Linie erzielte der 22-Jährige seinen ersten Punkt. Doch dies sollte nur der Anfang sein. Denn kurz darauf erkämpfte sich Donald Lawson nach einem Fehlwurf Harwoods den Offensivrebound, passte raus auf den Flügel und von dort nahm Rosi erfolgreich Maß. Nur noch 22:24 aus Chemnitzer Sicht und dann war endlich wieder Cha-Cha-Time. Im Gegenzug hämmerte Darius Hall den Ball durch die Reuse, aber einmal in Fahrt gekommen war Elektro-Achim nicht mehr aufzuhalten. Die Niners erhielten langsam wieder Oberwasser, weshalb sich Darius Hall wohl gezwungen sah, ein überdeutliches Zeichen zu setzen. Halls Einsatz im Rebound-Kampf fanden aber nicht nur Tyshawn und die Chemnitzer Fans eher grenzwertig, sondern offensichtlich auch Alex Natschfey, der deshalb fairerweise im Anschluss 2 Freiwürfe vergab. Und dann versetzte die Chemnitzer Nummer 8, Mr. Taron Harbo, das Publikum endgültig in Ekstase. Beim Stand von 29:26 für Chemnitz nahm Bayern die nächste Auszeit, welche aber auch Thorsten Leubel nutzte, um noch einmal die Konzentration seiner Schützlinge zu schärfen. Gegen Jonathan Wallace staubtrockenen Dreier waren die Niners zwar machtlos, aber dafür hatten Gary Johnson und Tyshawn umgehend die richtige Antwort parat. So durften die Niners etwas überraschend, aber zweifellos völlig verdient mit einer 34:33 Führung in die Kabine gehen. Während der Halbzeitpause nutzten dann die Rollstuhlbasketballer der BV Chemnitz 99 die Gelegenheit und präsentierten sich erstmals vor einem ganz großen Publikum. Ja, Rollstuhlbasketball. Seit August vorigen Jahres sind wir quasi jetzt bei den Niners angeschlossen, machen hier unseren Spaß. Wir haben Breitensport, haben angefangen und sind jetzt eigentlich mit der Präsentation damit auf dem Weg zu den Fans, um einfach Spenden zu sammeln oder Sponsoren zu gewinnen für Sportrollstühle. Denn das Fortbewegungsmittel der Rollis wird in diesem Sport stark beansprucht. Ebenso wie die Nerven der Zuschauer beim Spiel Niners gegen Bayern, für das Mike Reichert auf einen positiven Ausgang hoffte. Ein genialer Start, dann ein kleines Zwischentief, aber sie haben sich wieder gefangen und ich denke mal, am Ende, auch wenn es knapp wird, geht positiv für uns aus. Danach sah es zu Beginn der zweiten Halbzeit tatsächlich aus. Sasai auf Short zur 36:33 Führung. Bastian Doret konnte zwar direkt im Anschluss per Dreier ausgleichen, doch in der Defense hatte er das Nachsehen gegen den Wieseflinken Sasai, der die Niners gleich wieder in Front brachte. Allmählich wurde die Millionentruppe aus München aber immer stärker. Doret mit dem nächsten Dreier und auf der Gegenseite hatte das Wurfglück die BV-Korbjäger offenbar endgültig verlassen. Stattdessen stand Fortuna jetzt den Roten bei. Und so traf Robert Maras zum 41:40 für die Gäste. Noch einmal konnte Jorge Schmidt trotz Hamanns Hand im Gesicht die Führung zurück auf Chemnitzer Seite holen. Doch dann zeigten die hochbezahlten Bayern-Stars endgültig ihre ganze Klasse.
Der ehemalige Artländer BBL-Profi Chad Brewitt mit 3 Dreiern in Folge. Kurz darauf Beckham Weyrich, natürlich ebenfalls von Downtown. Und zum Abschluss Bastian Doret mit dem 7. FCB-Dreier im 3. Viertel. BV-Coach Leubel haderte mit dem Schicksal. Denn weil die Niners in dieser Phase nur durch ein paar Freiwürfe punkteten, lagen sie plötzlich 47-60 hinten. Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig fühlte sich dennoch gut unterhalten. Wäre eine Niederlage gegen Bauermanns Bayern doch wahrlich keine Schande. Allerdings war ja noch ein ganzes Viertel zu spielen. Und die Niners hatten sich längst nicht aufgegeben. Gary Johnson 7 Minuten vor Schluss per Dreier zum 51-62. Da hielt sich Darius Hall vorsichtshalber lieber doch noch warm. Auch nach Natschweißdank kämpften die Chemnitzer weiterhin um jeden Ball und konterten durch einen Treffer von Taron Harbert. Im Anschluss erneut Münchens Natschfight ganz abgezockt. Doch Gary Johnson postwenden mit dem nächsten Dreier. Beim Stand von 61-71 keimte 2,5 Minuten vor Spielende noch einmal Hoffnung auf. Aber dann machte Beckham Weyrich vom Perimeter den Sack leider endgültig zu. Wir fragten nach Gründen für den Ausgang dieser Partie. They had a stretch in the third quarter where they hit 5 threes in a row. And that's where we lost the game. Ja, wir wussten, dass es verdammt schwierig wird, hier in der Halle zu bestehen. Im Hinspiel haben wir uns schon schwer getan, gegen Chemnitz zu gewinnen. Aber ich denke, das war ein Sieg der ganzen Mannschaft. Die Jungs, die von der Bank vor allem gekommen sind, haben uns die nötige Energie gegeben. Aber ja, wir sind froh, hier gewonnen zu haben. Ist ja doch eine tolle Mannschaft und ja, mit Emotionen sind die Zuschauer dabei. Also es macht richtig Spaß, hier zu spielen. Wie schon vorher bekannt war, sind wir und München einer der stärksten Verteidiger. Und das war klar, dass das Spiel eng bleibt und am Ende halt dann Kleinigkeiten den Sieg kosten. Yeah, you know, our zone, we will prepare for them in the man defense. And we also will prepare for them with our zone. In our zone is one weak spot that they found tonight. Normally that weak spot is not there, you know, but tonight they found, you know, they found how to get it done. They found where they put the ball at for the right shots in the right moment. So the credit to Munich on that. Ja, in erster Linie bin ich erstmal froh, dass wir vor so einer vollen Halle zumindest ein spannendes Spiel gesehen haben. Ja, gegen die Bayern und nicht vom Feld gefegt wurden. Es ist natürlich schade, dass wenn man mit einer Halbzeitführung, wenn natürlich an der Sensation schnuppert, dann kriegt man natürlich Appetit auf mehr und will natürlich den Bock auch gern umstoßen. Aber das hat heute einfach nicht gelangt. Muss man einfach eingestehen, dass die Bayern heute einen Tick besser waren. Aber ich will meinen Mannschaft auch keinen Vorwurf machen, haben gekämpft bis zur letzten Minute, haben wirklich überhaupt nicht sich aufgegeben, haben mit Leidenschaft gespielt. Das wollten wir auch zeigen vor unseren Fans. Von der Seite her, denke ich, war es insgesamt eine Riesenwerbung für den Chemnitzer Basketball. Wir hoffen natürlich, dass wir von diesen Gelegenheitsfans, wie viele es auch waren, vielleicht 1000, dass wir von denen so viele wie möglich wieder zurückbekommen in den nächsten Heimspielen, auch wenn dann der Gegner nicht Bayern München heißt. Ja, ich meine, das ist zu erwarten. Das ist für die ein großes Spiel. Sie sind heiß rausgekommen, haben ein paar Dinge getroffen am Anfang. Teilweise glücklich, teilweise verdient. Ich meine, wir wissen, dass es nicht 2 Halbzeiten so weitergeht. Von daher, ja, war mit einem hinten zur Halbzeit. Ist es schon öfters passiert, aber mit der Mannschaft muss man sich da nicht in die Hose machen. Und irgendwann zeigt sich dann doch die Klasse. Ja, es ist in etwa so gelaufen, wie ich es erwartet habe. Chemnitz hat mit viel Energie das Spiel begonnen. Sie haben uns sehr wehgetan mit ihrer Aggressivität. Haben auch hochprozentig geworfen, weil sie eben auch sehr viel, auch weil sie noch frisch waren, investieren konnten an Energie. Das ist dann im Laufe des Spiels naturgemäß weniger geworden. Dann hatten wir uns fest vorgenommen, natürlich im 3. Viertel den Spieß herumzudrehen. Und das ist uns gelungen. Und dann waren wir im letzten Viertel in der Lage, das Spiel dann auch einigermaßen solide zu kontrollieren und nach Hause zu spielen. Erstmal denke ich, war es eine super Aktion hier, dieses Spiel mit einer riesen Zuschauerkulisse. Bayern München hier in Chemnitz hat doch eine große Masse von Chemnitzern hierher gelockt. War eine begeisternde Atmosphäre, würde man sich freuen, wenn das immer so wäre. Vielleicht wird es ja die nächsten Heimspiele etwas besser.
Ja, ich denke einfach, wir haben zwei Viertel sehr gut dagegen gehalten und die Bank von den Bayern ist einfach super besetzt und der Bundestrainer konnte wechseln, wie er wollte. Da war kein Leistungsabfall zu spüren. Aber man muss immer sehen, wer da auf dem Feld steht, auf der Münchner Seite und wer bei uns. Und ich denke, unser Team hat sich super verkauft. War klasse anzugucken, auch wenn es am Ende eben, wie du schon gesagt hast, nicht gereicht hat. Vor der Saisonrekordkulisse von 2600 Zuschauern zeigten die Niners in der Tat eine gute Leistung. Jetzt geht der Blick für beide Teams aber wieder nach vorn. So will sich München nächste Woche gegen Würzburg für die Hinspielniederlage revanchieren. Ja klar, vor allem weil wir auch gegen Würzburg verloren haben, haben wir noch eine Rechnung offen, die werden wir raushauen. Und ja, bei so voller Halle stehen wir in der Pflicht, attraktives Spiel zu zeigen. Und das werden wir auch machen von der ersten Minute an. Es wird ein Redemption-Spiel, wie gesagt, noch eine Rechnung offen. Und mit so vielen Zuschauern im Hintergrund und sogar Fernsehpräsenz, also alles, was München zu bieten hat, ist da. Von daher ja, gibt es eigentlich nur eine Parole und dieses deutliche Sieg. Ja, es war immer nicht einfach. Also es geht seit 6, 8 Wochen in den Medien rum in München. Es ist immer nicht einfach, sich auf die Gegner zu konzentrieren von Woche zu Woche. Aber das haben wir sensationell gemacht. Jetzt ist es endlich soweit, dass wir nächsten Sonntag in der Olympiahalle spielen. Ja, von Anfang an dabei zu sein, hier die ganze Entwicklung mitzumachen in München ist schon eine geile Sache. Und jetzt sind 12.500 Zuschauer in der Halle. Die Fußballer haben sich auch alle angekündigt. Uli Hoeneß ist wieder da. Es macht nur Spaß. Jetzt wünsche ich mir nur noch so ein Zazai-T-Shirt. Ey. Das ist ja sensationell. Fast so sensationell wie dieser kleine blonde Prachtkerl. Ja klar, Ziel ist nächstes Jahr die Meisterschaft, ohne Frage, genug Geld ist da. Ein Kader würde er rechtzeitig zusammenbasteln, wer da noch dabei sein wird, ist offen. Also ich hab gelernt, es ist so schnelllebig, man weiß nie, was passiert. Also ich stelle mich erstmal nur bis auf Saisonende ein und was danach kommt, werden wir sehen. Ich wünsche mir natürlich, dass viel von der Mannschaft dabei sind, die haben es verdient, auch alle dabei zu sein, aber das liegt ja nicht in unserer Hand, das liegt in der Hand des Coaches und des Managements. Insofern lassen wir uns da überraschen, aber erst müssen wir den ersten Schritt machen, bevor wir den zweiten machen können. Und das ist der Aufstieg. Und wir tun euch einen Gefallen und gewinnen nächste Woche gegen Würzburg. Gut, Steffen, wir nehmen dich beim Wort. Und obwohl die Niners an diesem Samstag den Bayern unterlagen, war es für die meisten Beteiligten dennoch ein ganz großer Basketballabend. Of course. The reason why, you know, I'm so really so sad about this loss is because I know if we'd have won this game, I think that we would have had to leave these standing places behind our baskets for the rest of the season, you know. So, but at the same time, every fan that comes, every time, you know, I love to see them out here. And, you know, and the new people who come out here, I love to see them come back. Ganz toll. Also ich fand beispielsweise die Idee mit Weiß und Orange hervorragend. Halten sich ja auch alle dran, das ist sensationell, die Stimmung war super. Ja, sie war aber trotzdem fair und sportlich und ich glaube, diese Mischung aus der eigenen Mannschaft anfeuern mit allem, was man hat, aber trotzdem auch einen Respekt vor dem Gegner zu haben, das war einfach vorbildlich und deshalb kann man sagen, es war eine tolle Atmosphäre. Dass so etwas in der Pro A, in der zweiten Liga geht, das ist sensationell und zeigt, wie stark diese Liga ist und wie sehr sie sich weiterentwickelt hat. Ich finde es super hier, die Arena, die Zuschauer. Also es war erstligatauglich, wie ich vorhin schon gesagt habe. Warum nicht auch Chemnitz in der ersten Liga? Schön wär's. Und vielleicht finden solche Worte auch einmal bei den Wirtschaftsbossen und Politikern der Stadt Chemnitz Gehör. Unabhängig davon müssen sich die Niners natürlich auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Denn da warten einige schwere Aufgaben. Ich glaube, wir sollten unsere Fehler analysieren und gucken, dass wir so schnell wie möglich da rauskommen. Und versuchen dann, das nächste Spiel in Osnabrück zu gewinnen. Well, definitely, you know, Osnabrück, we had a tough game against them the first time. You know, but right now they're struggling a little bit, and we know that. We're going to go back to the office, you know, we're going to go back to the gym, fine-tune our zone, fine-tune our man defense, and make sure we don't have stretches in the game where we have mental breakdowns. And when we do that, we take this 500-kilometer trip to Osnabrück, and I hope we come home with a win. Ja, natürlich muss man ähnlich aggressiv in das Spiel reingehen, vielleicht nochmal mit einer etwas höheren Verteidigungsqualität, dann haben wir dort eine realistische Chance zu gewinnen, aber es wird natürlich auch schwer, weil Osnabrück vom Kader her natürlich einer der besten Mannschaften in der Liga ist und jetzt mit dem Trainerwechsel natürlich auch nochmal eine extra Energie haben, aber souverän sahen die auch nicht aus und ich denke, wir sind trotzdem noch gut unterwegs sportlich, auch wenn es jetzt mal gegen Karlsruhe und München nicht so funktioniert hat, dann denke ich mal, haben die Jungs so viel Kampfgeist, dass sie ungern 3 Spiele in Folge verlieren. Nächsten Samstag muss Chemnitz also beim Tabellenfünften Osnabrück ran. Doch selbst Bundestrainer Dirk Baumann traut den Niners dort einiges zu.
Naja, also sie haben Würzburg zu Hause geschlagen. Sie waren bisher Dritter. Wir spielen gegen Würzburg am nächsten Wochenende. Ich denke, wir werden Würzburg schlagen. Und wenn sie dann einen Auswärtssieg in Osnabrück landen können, dann sind sie wieder voll im Rennen. Insofern denke ich, wird das nächste Wochenende richtungweisend sein. Aber trotzdem, wer davon geredet hätte, dass Chemnitz noch nach zwei Dritteln der Saison weiter um die Aufstiegsplätze mitspielt, den hätte man wahrscheinlich in ein gutes Chemnitzer Krankenhaus verwiesen. Es ist einfach sensationell, wie gut die Arbeit ist, die hier geleistet wird, wie sorgfältig die Mannschaft zusammengestellt wurde, wie gut die Jungs zusammen spielen, wie viel Energie sie investieren. Und insofern glaube ich, kann man, egal was hinterher an Platzierungen dabei herauskommt, sehr zufrieden sein mit dem, was hier in diesem Jahr geleistet wird und wurde.